So Freunde, ich bin jetzt hier gerade unterwegs mit dem Dominik. Servus, den Dominik kennt ihr ja schon von unserem letzten Video. Und jetzt besuchen wir einen Kumpel von ihm und schauen uns mal ein denkmalgeschütztes Objekt an, welches gerade saniert wird. KfW wird da gemacht und was noch alles? Ja, genau, recht umfangreiche Sanierung im Bereich Denkmalschutz. Und da ist der André, ein guter Freund von mir, relativ firm drin und möchte da heute mal ein bisschen was zu sagen. Das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß bei diesem Video. André. Hi. Servus. Grüß dich, hi. Hi. Das ist dein tolles Haus da hinten. Das ist mein tolles 125 Jahre altes denkmalgeschütztes Haus. Sehr schön. Dann fragen wir dich mal ein bisschen aus dazu. So, hallo Freunde, wir stehen jetzt hier vor dem Objekt. Da hinten ist es. Schön eingerüstet und mit Werbung drauf. Gibt es dafür Geld eigentlich auch für die Werbung? Oder? Für meine eigene Werbung zahle ich mir kein Geld. Okay, jetzt klopf mal kurz ab. Was hast du denn jetzt für Riegel gezogen, um hier maximalen Benefit rauszuziehen? Da ist KfW-Darlehen drin. Da musst du ein bisschen wegen den Dämmungen schauen und was für Themen müssen wir da beachten alles? Genau, also wir haben erstmal die Gesamtfinanzierung setzt zusammen aus einem freifinanzierten Teil, der ganz normal über eine Sparkasse läuft. Also das ist der Haushalt. Der Kaufpreis sozusagen, genau. Und dann eben die Sanierungsaufwendungen. Dazu haben wir ein KfW-Effizienzhaus-Denkmaldarlehen bekommen. KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ist halt dafür da, um vergünstigte Fördermittel, vergünstigte Darlehen zu vergeben, um energetische Sanierung in Deutschland zu ermöglichen. Und da ist es halt eben so, dass man gewisse Vorgaben einhalten muss, was die Energieeffizienz betrifft. Das heißt, du musst bestimmte Glasscheiben da einbauen, also mit drei Scheiben Wärmeschutzverglasung zum Beispiel. Du musst die Fassade dämmen. Du musst das Dach neu machen und dämmen, du musst eine energieeffiziente Heizungsanlage da einbauen. Okay, und dann kriegst du diese Fördermittel. Also die Fördermittel gehen dann nur auf die Sanierungsmaßnahmen oder auch auf den Kaufpreis? Nein, eigentlich nur auf die Sanierungsmaßnahmen. Okay, aber jetzt haben wir hier so eine schöne Klinkerfassade. Kann man die denn überhaupt dämmen? Nein, kann man nicht und darf man nicht. Und hier ist es auch so, dass man die Denkmalbehörde da mit im Boot hat, die darüber mitbestimmt. Und da ist die KfW relativ kulant, die sagt, also wenn die Denkmalbehörde sagt, dämmen ist verboten, dann kann man darauf verzichten. Man hat ja einen Energieberater, der diese Gesamtmaßnahme bewerten muss, was wir da machen. Und wichtig ist, was unterm Strich rechnerisch dabei rauskommt. Heißt hier, wenn wir die Fassade nicht dämmen dürfen oder dämmen können, dann müssen wir die Fenster ein bisschen besser machen. Das Gesamtpaket stimmt dann trotzdem. Wo ist die angesiedelt? Wo ist dieser Berater angesiedelt? Also bei KfW, bei der Bank, bei dir? Unabhängig. Also das sind in der Regel Ingenieure, Architekten, die haben eine Fortbildung zum Energieberater. Die findet man übers Internet relativ einfach. Ja. Die sind sozusagen, sag ich mal, ein neutraler Moderator dazwischen, die einerseits sicherstellen, dass die KfW das bekommt, was Voraussetzungen sind und andererseits uns auch beraten dahingehend, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und hinterher muss dieser Energieberater eben der Bank gegenüber bestätigen, dass wir das, was wir vorhatten, auch gemacht haben. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Vollgas hier. Also Fenster, dreifach verglasen. Ja. Dämmen, falls es keinen Denkmalschutz hat? Genau, also hier ist es so im Konkreten, vorne die Fassade, die man ja im Hintergrund sieht, die auch ausgesprochen schön ist, die können und wollen und dürfen wir nicht dämmen. Auf der Rückseite, der Anbau, das Stuck um die Fenster weg. Wäre fürchterlich, das zu machen. Ja. Ne? Aber dafür machen wir am Anbau hinten raus einen Wärmedämmputz drauf, 3 cm und das reicht dann aus. Ich muss gleich mal noch zeigen, gehen wir gleich noch hinter, schauen Sie mal von hinten an. Dach haben wir komplett neu gemacht, auch das in Absprache mit der Denkmalbehörde. Spezielle denkmalgerechte Ziegel drauf, die kosten natürlich immer ein bisschen mehr. Aber das sieht man doch gar nicht von hier unten. Ja, das ist der Denkmalbehörde recht egal. Es geht da auch ums Gesamtpaket eben. Mhm. Und auch da wird das Dach komplett gedämmt. Also zwischen den Sparren, zwischen den Holzsparren kommt Wärmedämmung rein. Und so können wir das dann sicherstellen, dass wir KfW-Effizienzhausdenkmal auch hinbekommen. Okay, und dann gibt es relativ günstiges Geld, wenn du mit der KfW zusammenarbeitest, hast du erzählt. Es gibt auch tilgungsfreie Zeiten. Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das macht, weil natürlich ist eine energetische Sanierung, wo man gerade auf so Details wie eine Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung etc. achten muss, relativ kostenintensiv. Auf der anderen Seite ist es so, dass die KfW dafür Tilgungszuschüsse bereitstellt. Im konkreten Fall beim Denkmal sind es 12,5%, was natürlich recht viel ist. Und was ganz interessant ist, wenn du mit der Maßnahme fertig bist, erhältst du eine tilgungsfreie Anlaufzeit. In dem Fall sind es, glaube ich, 5 Jahre. Genau. Kann man sich diesen Tilgungszuschuss auch auszahlen lassen? Nein, das geht nicht. Also dieser Tilgungszuschuss
funktioniert eigentlich so, dass wenn du mit der Maßnahme fertig bist, die Bank auf den Darlehensbetrag eine fiktive Sondertilgung machen wird. Okay. Sodass du den berechneten Zins halt nur noch von dem Restbetrag zahlen musst, aber auszahlen ist nicht. Ja, okay. Das wäre natürlich super gewesen. Das wäre spannend, ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hinten. Gerne. Kommt. Da hier kommt ist der Wärmedämmput. Halt, das ist der Wärmedämmput, genau. Also was hier natürlich auch Besonderheit ist, weil eben Denkmal, wir dürfen da hinten kein Styropor draufkleben, wie man das üblicherweise machen würde. Mhm. Weil es ein Denkmal ist, da bestanden die Jungs von der Denkmalbehörde drauf. Und deswegen arbeiten wir hier mit einem Wärmedämmputz, der da drauf kommt. Der hat so kleine Aerogelkügelchen, Luftkügelchen, die die Dämmeigenschaft besitzen. Okay. Hier sind wir jetzt hinter dem Haus. Hier sind jetzt schon ein bisschen flinker und da musst du verputzen jetzt mit. Genau, hier überall im Bereich des Anbaus und der rückseitigen Fassade kommt überall der gerade angesprochene Wärmedämmputz drauf. 3 cm dick plus Feinputz oben drauf und das Ganze wird dann gestrichen in einem gebrochenen Weißton. Und dieser Wärmedämmputz, den brauchen wir halt eben, um diese energetischen Kennwerte einzuhalten, damit wir im KfW Effizienzhaus Denkmalbereich bleiben. Okay. Aber hier vielleicht mal darauf einzugehen, dass wir mit den Fugen, was du gerade sagtest, das ist ja wirklich ein extrem kleines Detail, was man wirklich auch was, ja, ganz leicht vergessen werden kann. Auch, ne? Aber theoretisch gab es ja hier auch Abstimmungsarbeiten, vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen. Genau, also man neigt natürlich hier vielleicht, wenn man das so sieht, auf den ersten Blick dazu, sich zu fragen, was genau steht denn hier eigentlich unter Denkmalschutz und was soll da so besonders sein? Eine normale Klinkerfassade im Grunde genommen. Es ist eine normale Klinkerfassade, genau. Das habe ich mir dann beim Ortstermin erklären lassen von der Denkmalbehörde. Und das ist tatsächlich so, wenn man im Detail mal rangeht und schaut, dann stellt man fest, dass die Fugen allesamt von Hand quasi mit einem Holzstift nachgezogen worden sind, um so ein homogenes Fugenbild zu erzeugen. Und das ist wohl was nicht unbedingt baujahrestypisch war, damals was Besonderes war. Und deswegen sagt man, auch das ist besonders unterhaltenswert und denkmalgeschützt. Und wenn du jetzt verputzt, ist alles weg? Dann ist das nicht mehr sichtbar. Es ist nicht weg, aber das ist natürlich auch so ein bisschen der Kompromiss, den man dann macht, wo auch aber alle mit einverstanden sind. Weil wir ja eben auch auf der anderen Seite die Aufgabe haben, das Klima zu schützen und dafür zu sorgen, dass wir als Menschheit künftig weniger Energie verbrauchen. Mhm. Und dazu gehört natürlich eben auch, dass ein Haus, das 125 Jahre alt ist, technisch auf einen neueren Stand gebracht werden muss und eben weniger Energie verbrauchen muss. Und dazu gehört eine Dämmung. Häuser, die so alt sind wie dieses, haben ja noch einen weiteren Vorteil, und zwar die AFA-Abschreibung. Genau, wenn du ein Denkmal sanierst, das ist eigentlich der spannende Aspekt, denn es ist ja so, eine Denkmalsanierung ist in der Regel teurer als eine klassische Sanierung, wo man gewisse Auflagen nicht hat. Und da sagt dann der Steuergesetzgeber, wenn du das machst und die Denkmalbehörde bescheinigt, dass du es denkmalgerecht gemacht hast, dann gibt es die sogenannte Denkmal-AFA. Das bedeutet, du kannst von deinen Sanierungsaufwendungen 11 Jahre lang 9% jedes Jahr als Sonderabschreibung geltend machen, was natürlich auf der wirtschaftlichen Seite hochattraktiv ist. Und die Standardabschreibung von dem Objekt an sich ist auch ein bisschen höher, ne? Genau, also das normales Gebäude hat ja, oder eine Eigentumswohnung, wie auch immer, liegt bei 2% pro Jahr. Und wenn du es aber vor 1925 gebaut worden ist, 2,5%. Okay. Normales Haus hat 2? 2%, genau. Ja, okay. Auch nochmal ein kleiner Boost, den man sich hier. Ja, das macht sich bemerkbar sicherlich in der Stadt. Ja, vor allem, wenn man es weiterverkauft, kann man die dann weitergeben, die AFA, oder ist die dann bei dir komplett? Genau, du kannst die Denkmal-AFA, die kann man weitergeben, aber die ist halt irgendwann aufgebraucht. Nach 11 Jahren, also wenn es 11 Jahre lang abgeschrieben worden ist, dann kann der nächste Käufer es nicht nochmal erneut 11 Jahre lang abschreiben. Und wenn er es wieder saniert? Dann natürlich schon. Wenn er es wieder umfangreich saniert, kann dann die Sanierungsaufwendung. Über 15% eben, ne? Es muss über 15% des Gesamtkaufpreises, Nettokaufpreises sein. Genau, okay. Ja. Vom Gebäudeanteil oder Gesamtkaufpreis? Nur der Gebäudeanteil. Der Grundstücksanteil wird rausgerechnet, weil da ja die nachvollziehbare Argumentation ist, dass das nicht abnutzt das Grundstück, sondern im Laufe der Zeit wertvoller wird. Okay, ich denke, wir haben jetzt alle Randbedingungen grob mal so abgefespert, oder würdest du sagen, es gibt noch den einen oder anderen Punkt, den man ansprechen kann? Es ist vielleicht so ein bisschen auch der Spaßaspekt. Also es ist natürlich, es ist eine Baustelle wie jeder andere auch, und es ist auch Arbeit, aber andererseits ist es auch schön zu sehen, wie so ein Denkmal, also jetzt gerade, wo heute die neuen Fenster eingebaut werden, wie das wieder, sag ich mal, zum Leben erweckt wird, so ein Objekt, das 30 Jahre lang nicht viel beachtet wurde, mir macht Spaß. Ja, okay. Und das hat ja noch jemand anderem Spaß gemacht, dieses Objekt, denn du hast erzählt, es hat einen Tippgeber dir vermittelt quasi. Genau, es ist so, dass wir so eine Finderlohnkampagne haben, das heißt, wenn jemand was hört oder was weiß, dass jemand eine Immobilie oder ein Grundstück verkaufen möchte, dann sind wir natürlich sehr dankbar für Tipps, und dafür zahlen wir dann Finderlöhne bis zu 10.000 Euro.
an denjenigen, also garantiert auch, das haben wir hier in dem Fall nämlich auch gemacht, an denjenigen, der uns einen Tipp gibt, wo wir eine schöne Immobilie kaufen können. Wo gerne kann man, sanierungsbedürftig. Wo kann man dir sanierungsbedürftige Deals zuspielen? Wie oder wo? Wo und wie, beides. Von der Lage her, also... Also wo kaufst du überall? Neuss, Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Mannheim, Mettmann, so diese ganze Umgebung. Also ich sag mal, alles, was ich in und um Düsseldorf ungefähr in einer Stunde mit dem Auto erreichen kann, ist zunächst mal interessant, würde ich mir gerne anschauen. Mhm. Und wie kann man dir den Deal zusenden? Über unsere Internetseite, telefonisch, per Instagram, also www.es-immo.net oder über Instagram. Vielleicht kannst du das gleich noch einblenden. Ja, wie Instagram wirst du? Es-Immobiliengruppe, glaube ich. Okay. Ja, das verlinken wir dann. Und die Wahrscheinlichkeit besteht ja auch, dass ihr bald was zusammen macht. Habt ihr schon genau, angedeutet? Das planen wir gerade. Da genau, arbeiten wir sind gerade dran. Ja. Der André bringt natürlich seine Qualitäten im Bereich Altbausanierung mit. Bei uns ist es ja eher so 50er, 60er Jahre aufwärts. Ja. Und wir kennen uns schon ein paar Jährchen und wollten dann einfach mal gucken, was wir halt so die jungen Wilden hier zusammen auf die Beine stellen bekommen. Was wollt ihr dann machen? Auch Sanierungen, Mehrfamilienhaussanierungen, Gewerbe sind irgendwas? Oder? Ja, so vorwiegend im Bereich Sanierungs-, Projektierungsgeschichten und vor allen Dingen auch räumlich ein bisschen mehr in Richtung Ruhrgebiet gehen, was ja mehr so Dominiks Gebiet ist, wo er sich deutlich besser auskennt als ich, und da wollten wir einfach gucken, dass wir so, ich sag mal, zusammenbringen, was zusammengehört. Seine Kompetenz und meine Kompetenz zusammen ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, alles klar. Dann super, wünsche ich euch beiden viel Erfolg. Danke. Und vielen Dank. Euch wünsche ich ganz viel Erfolg beim Deal finden und ihm zuschicken und 10.000 Euro abschicken. Gerne jederzeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.